Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, ihr seht es auf jeden Fall an meinem Titel, was heute abgeht. Und übrigens ist Laura gerade live und macht sich fertig. Hallo, Laura. Musst du immer so nah kommen mit deiner Kamera? Hast du letztes Mal auch schon gesagt? Guck, sie ist gerade live. Wie viele schauen denn zu? 100 Millionen. Oha, was? Als ob. Auf jeden Fall, Laura wird gleich auf meine Hate-Kommentare reagieren. Das wird ganz witzig. Ich habe auch schon einige Hate-Kommentare rausgesucht, also... Da muss ich echt los, also was ihr da so geschrieben habt, ne, ist echt krass. Okay, Laura ist jetzt hier am Start und hat sich hier auf meinem Sofa gemütlich gemacht. Und ich sitze hier auf so einem Kack-Schminktisch. Auf einem Kack-Schminkstuhl, genau. Ich habe jetzt ein paar Hate-Kommentare für dich rausgesucht, Laura, bist du bereit? Warum Hate-Kommentare? Damit es witziger ist. Okay. Also ich musste echt sau lachen, als ich diese Kommentare rausgesucht habe. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Kommentar, Laura. Bist du wirklich bereit? Ja. Ja, okay, let's go. Ja, okay, der erste ist noch ganz harmlos. Jemand hat geschrieben, WTF, immer diese Hey Moritz Musik und Effekte. Warte mal, WTF. Die Effekte machst du krass nach. Ja. Das ist schon ein harter Nachmacher. Hey, Moritz im Brau, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Hey, Moritz im Brau, also, sagst du? Du machst das schon echt gefühlt alles nach. So. Okay, ich muss kurz Hey, Moritz im Brau einblenden. Hey, Moritz im Brau. Das ist richtig gemein. Jemand hat geschrieben, ich glaube, Johannes sieht aus wie du, nur ungeschminkt, hat jemand geschrieben. Wie du oder ich? Nein, wie ich. Voll gemein, oder? Ja, kann ja sein, dass du ungeschminkt Bild hübsch bist, weil du so aussiehst wie Johannes. Ja, aber das ist der Hate daran. Ja, du hast ihn jetzt zu einem Hate-Kommentar. Hä, nein, der Hate daran ist, dass die Johannes dafür haten. Warte, ich verstehe gerade den Kommentar. Dass du so aussiehst wie Johannes, ungeschminkt. Du, wenn du dein Make-up abnimmst, hast du Johannes Gesicht. Aber dann bist du ja wunderschön ungeschminkt. Ach so, das meinst du? Ja, genau, ja. Diese Theorie, ich muss es jetzt irgendwie selber verstehen, aber ja. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich in unserem Video gesagt habe, wo wir WhatsApp-Chats vorgelesen haben, dass ich Oscars Videos richtig langweilig finde? Kannst du dich noch daran erinnern? Oscar, falls du dieses Video jemals siehst, ich finde deine Videos ziemlich langweilig. Du bist langweilig, Oscar. Oscar nur mit A, mit keinem R. Macht wenigstens bessere Video als du. Ich kenne diesen Oscar nicht mal. Ich blende kurz ein. Okay, aber jemand hat geschrieben, dass ich noch langweiliger bin als Oscar. Jemand hat noch geschrieben, ich meine das nicht böse, aber du bist wirklich dumm. Du? Ja. Ja, bist du auch. Alter, wie gemein. Du bist einfach hohl. Wo haten die dich denn so? In meinen Kommentaren. Einfach so? Ja, einfach so. Krass. Wollen die sich für mich anlegen so? Oh, Leute. Sollen wir DM schreiben, wenn die dich haten wollen? Da müsst ihr echt aufpassen, weil Laura, also... Ich weiß nicht, dass es so krass ist. Das ist ja noch keine schlimm. Was soll das denn? Ich lese mal jetzt so richtig. Die sollen sich mal angucken. Ja, ist doch wahr. Lass sie mal anfangen. Okay, aber jemand hat noch geschrieben... Leute, pass auf, ich muss echt Angst haben. Warum schreiben die das, wenn die dich nicht mal kennen? Keine Ahnung. Wenn man einfach nur dumm ist und 12 Jahre alt und so eine schreibt, dann soll man einfach die halten. Piep die ganze Zeit auf. Hey, was ist das für ein Satz? Jemand hat geschrieben, Alter, auf jeden Scheiß Pantmeil ist dieser Scheiß Johannes. Und ja, ich weiß, falsch geschrieben, aber für den Scheiß Johannes. Pantmeil, was? Pantmeil, soll das heißen? Wie hat er das geschrieben? Pantmeil, hier guck. Pantmeil, warte mal. Pantmeil. Ja, weil du halt auf jeden Pantmeil von dir Johannes hast. Aber ich check. Nimm doch Johannes einfach als Profilbild direkt. Haben die wenigstens nicht mehr zu meckern. Ja, okay, stimmt. Jetzt kommt noch ein letzter über Johannes. Johannes, es tut mir echt leid, aber die haten wirklich echt heftig. Ich weiß auch nicht warum. Finde Johannes voll hässlich, Pickelfresse, sein Urgroßvater. Oha! Das geht gar nicht, die, Leute. Die sind alle saugemein. Ja. Johannes ist so ein lieber Mensch, wirklich. Und ein Meme. Ein was? Ein Meme. Letzter Kommentar für heute ist ein etwas längerer Text. Sowas nennt man Dreck. Auf gut Deutsch gesagt, wischt ihr, löscht es komplett, damit wir sein...
Damit wir deine Fresse im Internet nicht mehr sehen müssen. An alle Leute, die dumm antworten, disst erstmal besser. Oh mein Gott, disst erstmal besser. Haut auch direkt einen Diss-Track raus, Alter. Was ist denn los? Ich muss so lachen. 9 Jahre oder wer auch immer wieder das geschrieben hat, ey. Ich kratz ab. Guckt euch einfach selber an und hört auf, über Leute zu urteilen, die ihr nicht kennt und denen ihr irgendwas einfach nicht gönnt. Nur weil Isabel YouTube Money bis nach Timbuktu macht. Und ihr einfach neidisch seid, genauso wie ich neidisch bin. Was für eine Ansage, ich kann nicht mehr. An dieser Stelle beende ich auch schon wieder dieses Video. Lasst bei mir ein Abo da, lasst doch bei Laura ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und tschüss. Und jetzt tu mal so, als würdest du irgendwie lachen. Ich weiß, es ist schwer, aber. Nein, das ist. Warte. Mach wieder so, wie du oben bist und halt die Hände nicht vorm Mund. Ja, okay.